Hallo zusammen. Heute machen wir uns eine schöne, kräftige Brühe aus Knochen, also richtige Knochenkraftbrühe. Ja, dafür habe ich jetzt hier Rinderknochen. Und ich habe so viel Knochen, dass ich mir erlauben kann, hier auch ein bisschen was vom Fleisch noch wegzunehmen. Das brauche ich dann nämlich für ein anderes Projekt noch. Und ja, zu dem Fleisch kommt dann auch noch so ein Stückchen Leber dazu. Das brauche ich dann nämlich auch noch. Aber dazu dann mehr im nächsten Video. Im Video seht ihr ja, da wir haben massenhaft an Knochen, schöne Rinderknochen. Ja, da schneide ich jetzt noch das gute Fleisch, sag ich mal, was man noch gebrauchen kann, von ab. Und der ganze Rest, der geht danach in den Topf und wird ausgekocht. Ihr seht hier an manchen Knochen auch noch, dass da so ein bisschen dunkles Blut dran ist. Das waschen wir natürlich vorher noch ab. Ja, und dazu können wir jetzt einmal alles schön mit kaltem Wasser abwaschen. Eine Stelle waren auch noch so ein paar Haare. Das kann passieren beim Schlachten. So ein Rind hat ja nun mal Haare. Das ist auch noch mal ein paar Haare, wo dranbleiben. Aber jetzt nach der Waschung ist das auf jeden Fall alles sauber. Und dann sollten wir eigentlich eine wunderbare, kräftige Bouillon-Brühe hier rum hinkriegen, mit der man dann später natürlich alles Mögliche machen kann. Soßen verfeinern und wenn ihr eine Suppe habt, könnt ihr noch ein bisschen von dem Rind damit reinmachen. Da so eine schöne, kräftige Rindersuppe. Ja, also viele Verwendungsmöglichkeiten, einfach nur lecker. So, da haben wir jetzt die ganzen schön frisch gewaschenen Knochen. Feuerchen an. Lassen wir das mal hier vor sich hin köcheln, würde ich sagen. So, erstmal nicht zu viel Wasser rein. Und man hätte auch erst das Fleisch reinwerfen können, so oder so. Aber ihr seht jetzt einfach, wie viel, ja, Knochenmaterial das ist und wie weit der Wasserspiegel steigt. Ich habe noch nichts zugegossen. Einfach mal zu, um zu sehen, wie viel das verdrängt. Also, es wird auf jeden Fall eine richtig, richtig starke, kräftige, ja, Bouillon. Also, alles auf dem höchsten Auskochpunkt, sage ich mal. Ihr werdet das nachher auch sehen, das ist so dick und so undurchsichtig. Und um es später durchsichtiger zu kriegen, müsste man es dann halt auch nochmal filtern. Das mache ich nicht, weil brauche ich nicht, wenn ich Soßen machen möchte oder für meine Rezepte. Worauf man jetzt ein bisschen achten muss, ist natürlich, dass es nicht überkocht. Jetzt haben wir mal die Zeitraffer hier an, damit wir hier auch mal irgendwann in die Gänge kommen. Ja, das Feuerchen feuert. Oben sieht man jetzt auch schon, wie der Deckel immer mehr beschlägt. Jetzt werden wir auch gleich nochmal irgendwann reingucken. Es bildet sich dann oben auch so ein Schaum. Ich habe jetzt keine Schaumkelle. Keine Ahnung, habe ich. Ich dachte immer, ich hätte eine, aber vielleicht ist die irgendwie abhanden gekommen. Nehme ich das einfach mal hier mit dem Ding weg. Weil irgendwie durch diesen Schaum neigt es auch dazu, schneller überzukochen. Also ruhig mal ein bisschen von diesem Schaum da oben wegnehmen. Das sieht aber auch schon richtig gut aus hier. Duftet auch schon gut, richtig schön nach Rinderbrühe. Und da sieht man, wie es köchelt und köchelt und raucht und dampft. So, jetzt müsste auch langsam gut sein. Jetzt kippen wir das mal alles ab. Ah, etwas enthusiastisch spritzt ein wenig. So, das ist jetzt nur ein Nudelsieb, wo ich es durchkippe, damit ich damit die Knochen auffangen kann. Für das ganze feine Material sieben, was natürlich dann nochmal einen feineren Sieb. Das ist einfach nur erstmal, um das ganze grobe Material wegzufangen. Ein Großteil ist jetzt noch im Topf, das war nur das oben, was dann noch auspurzelt. Ihr seht jetzt schon, was für eine kräftige gelbe Farbe, wie kräftig das einfach ist. Das ist super, super gut geworden. Ja, aber man sieht auch, wie viel Fett oben drauf ist. Man sieht richtig im Löffel, wie sich das trennt. Na, jetzt sieht man das nochmal, um die feinen Knochensplitterchen und kleinen Fleischstückchen noch rauszukriegen.
Das sieht schon fast aus wie eine Kürbiscremesuppe, so ja, dick. Ja, so, und es müssen natürlich immer mehr Augen aus der Suppe rausgucken als rein. Und hier sieht man es jetzt auch oben, eine Fettaugenschicht, das glitzert und glänzt hier. Die hat Energie, die Brühe. So, jetzt in so ein paar Gläser rein, nochmal einkochen. Ja, passt leider nicht ganz. Eins muss ich später nochmal mit nachwerfen. Und jetzt kochen wir uns das schön ein. Ich zeige euch jetzt auch noch in dem anderen Glas gleich nochmal was. Da müsst ihr halt drauf achten. Dann seht ihr auch, ob euer Einkochen hingehauen hat. Das klickert, wenn man oben drauf drückt. Und nachdem ihr das eingekocht habt und es abgekühlt ist, entsteht ein Vakuum. Und dann klickert es oben nicht mehr. Ja, hier zeige ich es euch nochmal. Klick, 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 klick. Und wenn es eingekocht ist, tut es das nicht mehr. Hier haben wir die eingekochten Gläser. Ja, das ist einfach für Soßen und so der Grundstock, sag ich mal, ist jetzt gelegt. So, wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen da und bis denn dann.